Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Werkstätigen, heute ist der 1. Mai. Überall in diesem Land, wenn es um die Rede von Arbeit geht, muss man sofort anfangen über den Kampf für die Arbeit, um den Kampf während der Arbeit denken und sprechen. Und es ist genau das, was ich jetzt tun möchte. Mich macht besonders wütend, dass gerade noch mal das letzte Jahr, wir haben mehr als ein Jahr, sind wir jetzt schon in der Pandemie drin und es hat sich überhaupt nichts getan. Im Gegenteil, die Situation hat sich noch weiter verschärft für Frauen, für Queers. Die Politik, gerade die Corona-Maßnahmen, die privilegieren weiter jene Personen, die sowieso oder ohnehin schon privilegiert sind und verschärfen die prekäre Situation für eben jene Menschen, die auch schon vor der Pandemie unter prekären Verhältnissen gearbeitet und gelebt haben. Ich werde euch über einen Kampf auf den Rhein-Main-Flughafen gegen die Massenkündigungen und für die Erhaltung der Arbeitsplätze berichten. Den Kampf von 260 Arbeitern und Arbeiterinnen von der Firma Visag. Deshalb muss ich euch kurz erzählen, was dort passiert. Und dies werde ich in simplen vier Worten zusammenfassen. Sie wurden eingesetzt, ausgebeutet, ausgetrickst, rausgeschmissen. Seit Mitte Dezember des letzten Jahres setzen wir unseren Widerstand fort. Wir organisieren Kundgebungen und Demonstrationen. Wir haben sogar einen 8-tägigen Hungerstreik hinter uns. Das Vermögen der 10 reichsten Männer weltweit ist seit Beginn der Pandemie um mindestens 500 Milliarden US-Dollar gestiegen. In Deutschland besitzen die 45 reichsten Haushalte mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. Dazu sagen wir, die Reichen sollen endlich für diese Scheißkrise zahlen. Es braucht eine konsequente Umverteilung von oben nach unten. Wir sind fest entschlossen, unseren Widerstand fortzusetzen, bis wir unsere Arbeitsplätze und unsere Rechte gesichert haben. Das Gefährliche daran ist eben, dass in der häuslichen Isolation, was dort stattfindet, da wird viel nicht gesehen. Das ist unsichtbare Arbeit und deshalb sehen wir eine Notwendigkeit darin, diese Arbeit sichtbar zu machen und dann auch wie heute am 1. Mai auf die Straße zu gehen und zu sagen, hey, euer Arbeit ist nicht nur das, was im kapitalistischen System bezahlt, entlohnt wird und in die Rente mit einberechnet wird, sondern das ist das, was tagtäglich zu Hause geleistet wird und die Haushaltsarbeit, die Kinderbetreuung, die Pflege von älteren Menschen und eben das Kümmern und Sorgen um unsere Mitmenschen umfasst. Lufthansa kriegt 9 Milliarden Euro, ohne an sozial-ökologische Maßnahmen gebunden zu sein. BMW hat 700 Millionen Euro an Kurzarbeiterinnengeld in Anspruch genommen und als Dividende an Anlegerinnen ausgezahlt. Da wird das Geld von unten nach oben geschoben. RWE, Vattenfall, E.ON, Lufthansa und Co. enteignen. Denn nur so schaffen wir eine sozial-ökologische Perspektive im Hier und Jetzt. Hier zum Abschluss der Demo gab es auch nochmal Raucheffekte zur optischen Untermalung der Demo für einen schönen Abschluss. Dies hat die Polizei zum Anlass genommen, in den Block reinzustürmen. Von Punkt 1 an kam da die Eskalation seitens der Polizei. Sie haben massiv in den Block reingeknüppelt mit Telis, mit Teleskopstöcken,
mit Schlagstöcken, haben gezielt auf Köpfe eingeschlagen, haben damit wissentlich schwere Verletzungen in Kauf genommen, die auch passiert sind, haben auf Arme und Beine gezielt eingeschlagen, um sie kaputt zu hauen. Die Menschen haben sich daraufhin geschützt. Das erkennt man auch an den Armbrüchen zum Beispiel, die ganz klar Abwehrreaktionen zeigen, die Verletzungen. Die Leute haben sich gewehrt, das ist ihr gutes Recht in dieser Situation. Wir fragen uns auch, was wäre passiert, hätten sich die Leute nicht gewehrt. Die Polizei hat dort wissentlich schwerste Verletzungen in Kauf genommen. Mehrmals Frankfurter Demo sein ist, die 1. Mai-Demo am Samstag begleitet und heute mit Entsetzen die Presseerklärung der Frankfurter Polizei gelesen, die einfach nur lügt. Es gibt mehrere attestierte Schädelbasisbrüche, die durch Schlagstock oder Schlaggewalt entstanden sind, die ärztlich bekundet sind. Wir sagen, weder die Pandemie noch irgendein anderer Grund darf für die Vernichtung abertausender Arbeitsplätze akzeptiert werden. Wir wollen nicht länger buckeln, um uns den Großteil unseres Lohnes für unser tägliches Dasein abnehmen zu lassen. Also auf konkreter Ebene fordern wir da auf jeden Fall erst einmal mehr Lohn in allen Care-Berufen bei geringerer Arbeitszeit. Wir fordern Lohnfortzahlungen, wenn es wieder zu Kurzarbeit kommt zum Beispiel oder auch wenn keine Arbeit geleistet werden kann. Dafür fordern wir auch erst einmal, zumindest in der Pandemie, aber eigentlich auch darüber hinaus, eine Grundsicherung. Außerdem fordern wir einen ganz, ganz dringenden Ausbau aller Frauenhäuser, um Schutzräume für Frauen und Queers zu schaffen. Und auf größerer Ebene fordern wir eben, dass die Sorgearbeit als Arbeit anerkannt wird, mehr wertgeschätzt wird, besser verteilt wird und dass sie außerdem einen anderen Raum einnimmt, dass sie eben nicht mehr auf Profit ausgerichtet ist, nicht warenförmig organisiert wird und dadurch ein menschlicheres Zusammenleben ermöglicht, in dem die Sorge im Vordergrund steht. Genau. Wir merken, dass wir mit unserer Forderung nach einer konsequenten Umverteilung von oben nach unten einen wunden Punkt getroffen haben. Während in Hamburg die Kundgebungen unserer Bündnispartnerin verboten worden sind und auch andere Demonstrationen verboten worden sind, wurde hier mit massivster Gewalt auf dem Wer-hat-der-Gibt-Block eingeprügelt. Anscheinend bieten wir als Bündnis einen extrem gefährlichen Punkt für die gesellschaftlichen Verhältnisse, weil wir eine konsequente Umverteilung fordern. Nehmen wir das Leben selbst in die Hand. Keine Krisenabwicklung auf unsere Kosten. Denn eines muss klar sein, wer hat, der gibt und wir sind gerne bereit zu helfen. Unser heutiger Kampf und andere Kämpfe in einzelnen Betrieben sehen aus, vielleicht wie ein Kampf von David gegen Goliath. Aber wenn wir mit unserem Bewusstsein, unserer Wille und Entschlossenheit zusammenkommen, miteinander solidarisieren, dann können wir einzeln unzählige Goliath schlagen.